Die Ausgangslage für Ingo Freier und die MLP Academics Heidelberg ist klar. Ein Sieg und man bleibt erstklassig. Allerdings wartet man auf diesen Sieg nun schon seit 4 Spielen. Und somit fällt die Entscheidung um den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag zu Hause gegen die Tigers Tübingen, die bereits abgestiegen sind, aber sich natürlich nochmal mit einer guten Leistung aus der BBL verabschieden wollen. Und so starten sie munter ins Spiel, wie hier mit schnellen und einfachen Punkten von Daniel Keppeler. Aber auch Heidelberg kommt nicht schlecht ins Spiel. Vor allem Elijah Childs ist an diesem Tag richtig gut drauf. Wie hier von außen zur 15:10 Führung. Und Childs ist der Mann dieses ersten Viertels. Holt sich hier den Steal, ist im Passweg. Und dann sind es einfache 2 Punkte. Heidelberg baut erstmals die Führung aus. Vor ausverkauftem Haus kann Ingo Freier zunächst zufrieden sein. Auch wenn Tübingen nie aufgibt. Dann ist es aber Justin Jaworski mit einem eigenen 8:0-Lauf. 2 Dreier und ein Pull-Up hier. Der schwere Step-Back gegen Seric. Und dann im nächsten Angriff direkt nochmal. Bitte zum Tanz. Spin-Move, schwieriger Wurf. Und Heidelberg hat soweit alles im Griff. Auch hier wieder 11 Punkte Führung. Lassisi in der Ecke. Und kurz vor der Pause nochmal ein kleiner Run. Ein sicheres Polster. Aber die Tübinger Fans, ähnlich wie die Mannschaft, geben bis zum Schluss alles und glauben noch an ihr Team, auch wenn Heidelberg an diesem Tag von außen einfach extrem stark ist. Wieder Jaworski am Ende, 5 von 11 Dreier für ihn. Und dann ist es wieder Childs mit einem guten Cut und dann aber der Block des Jahres, Fragezeichen. Daniel Keppeler trifft ihn oben über Ringniveau. Lassisi verliert dann plötzlich seine Kontaktlinse, aber Justin Jaworski im Stile eines Point Guards, der seine Augen überall hat. Und dann kann es auch direkt weitergehen für Lassisi. Ingo Freier immer noch angespannt, denn Tübingen gibt bis zum Schluss nicht auf. 6 Punkte Rückstand, Heidelberg zuvor bereits auf 20 Punkte weg. Und dann Seric mit diesem schwierigen Wurf und dann sind es nur noch 4 Punkte. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Tübingen ist zurück im Spiel und auch die Fans glauben noch mal dran. Nach 10 Niederlagen in Folge vielleicht ein Sieg zum Abschluss. Nein, Elijah Childs hat wie immer die Antwort. And one hat sich da ein bisschen wehgetan, aber es geht weiter für ihn. Dann die Führung auf 7 und jetzt ist es wieder Justin Jaworski von weit draußen mit dem Dreier. Und so langsam spürt es dann auch die Menge in der Halle. Das lassen sich die Academics hier nicht mehr nehmen. Stimmung wird immer besser und dann wird gefeiert. Der Klassenerhalt ist geschafft. Am Ende heißt es 93:78. Die ganze Saison, seitdem ich da bin, ist natürlich nicht einfach gelaufen mit den ganzen Verletzten, die wir hatten. Wir haben erst gelernt, eine Teamchemie zu finden. Da waren schon 6, 7 Spieler. Eigentlich ab dem Nationalmannschaftsbreak wurde es besser. Aber man hört hier, Heidelberg ist da. Heidelberg gehört in die erste Liga. Ingo Freier also zum 3. Mal in Folge erfolgreich mit einem Team, das er in der Saison übernimmt und vor dem Abstieg bewahrt. Wir dürfen gespannt sein, ob er auch in der kommenden Saison in Heidelberg an der Linie steht. Jetzt wird erstmal gefeiert in Heidelberg. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.